Nach dem Selbstmordanschlag nahe des türkischen Innenministeriums in Ankara greifen türkische Sicherheitskräfte durch gegen den militärischen Arm der kurdischen Arbeiterpartei PKK. In den Kurdengebieten im Nordirak führte die Armee Angriffe gegen mehr als 20 Ziele aus. Zudem gab es im ganzen Land inzwischen mehr als 100 Festnahmen. Die PKK wird von der Türkei, aber auch von der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft. Der bewaffnete Kampf der Kurden gegen den türkischen Staat dauerte inzwischen Jahrzehnte an. Und nur von wenigen wird dieser Konflikt in Gänze richtig verstanden. Und wir wollen das Thema nun vertiefen mit Udo Steinbach. Er ist Islamwissenschaftler, Nah- und Mittelost-Experte. Außerdem war er von 1976 bis 2006 Leiter des Deutschen Orient-Instituts. Herzlich willkommen, Herr Steinbach. Guten Tag. Herr Steinbach, der Bombenangriff in Ankara erfolgte am selben Tag, an dem das türkische Parlament aus seiner Sommerpause zurückkehrte. Ihrer Meinung nach, war das der Anlass für den Anschlag? Ich glaube ja, man wird diesen Zusammenhang herstellen müssen, obwohl wir ja noch gar nicht genau wissen, ob er wirklich oder woher er wirklich kommt, ob es die kurdische Arbeiterpartei ist oder eine andere Gruppierung. Aber gehen wir mal davon aus, dass das zutrifft, was uns die türkischen Behörden da sagen, was sie vermuten, dann dürfte das Ziel tatsächlich mit Sorgfalt ausgewählt sein. Man ist nicht in die Öffentlichkeit gegangen mit einem breiten Spektrum von Opfern, sondern ganz gezielt sogar mit einer gewissen, wie soll man sagen, ja, mit einem gewissen Dilettantismus, ganz gezielt an das Ministerium herangetreten, dem Parlament gegenüber. Das sollte wohl tatsächlich ein Signal sein für das türkische Parlament und natürlich auch wohl, wenn es die Kurden waren, für die kurdische Sache, über die man im Augenblick weder, was die Türkei betrifft, noch was Iran betrifft, viel redet. Und auch bei uns wird davon nicht gesprochen. Also vielleicht wollte man tatsächlich ein Zeichen setzen. Und ja, dieser Anschlag am Wochenende war der erste in Ankara seit 2016. Und wie Sie sagen, wollte die PKK damit ein Signal senden. Aber welches genau dann? Vermutlich zunächst einmal, um deutlich zu machen, dass man überhaupt noch da ist. Ich habe das gerade erwähnt. Das türkische Militär operiert im Irak. In der Türkei selbst ist die kurdische Partei, sind die kurdischen Kräfte unterdrückt. Der Führer der kurdischen HDP sitzt seit Jahr und Tag im Gefängnis. Und auch sonst redet man nicht allzu viel über die kurdische Frage. Und dahinter steht ja immer noch die Gefahr, dass sich die Türkei einmal mehr gegen die Kurden in Syrien wendet. Das geht immer wieder unter. Wir sprechen über die PKK, wir sprechen über die Türkei. Aber ich glaube, eine mindestens gleicherweise vorhandene Herausforderung besteht eben in der Tatsache, dass große Teile Syriens von einer Organisation beherrscht und regiert werden, die der PKK nahesteht. Und die Türkei hat, um hier einen Riegel vorzuschieben, einen breiten Gürtel, Sicherheitsgürtel etabliert durch die türkische Armee auf syrischem Territorium. Also auch dies müssen wir in Betracht ziehen. Wenn wir über die kurdische Frage sprechen, sprechen wir auch über die Zukunft Syriens. Und da steht ja an, dass sich die türkische Regierung. Jetzt höre ich nichts mehr. Hallo, Sie hatten mich unterbrochen, okay, alles oder? Klar, ich kann einfach weiter fragen. Ja, darüber werden wir gleich danach sprechen, aber ich wollte jetzt fragen, also kurz nach dem Anschlag gab es natürlich diese zahlreiche Festnahmen und Präsident Erdogan sprach im Parlament von den, Zitat, letzten Zuckungen des Terrors. Also spielt er diesen Anschlag und den Konflikt, die natürlich viel weiter ausgebreitet ist, wie Sie gerade sagten, mit der PKK, damit herunter? Ja, er spielt ihn herunter, beziehungsweise er will der Bevölkerung das Gefühl vermitteln, dass er sozusagen die Sache in der Hand hat, dass er sie kontrolliert. Und das ist ja ein Instrument des Machterhalts von Herrn Erdogan seit langem, spätestens seit 2015.
dass er sagt, hier gibt es ein Problem, hier gibt es eine militante Organisation, hier gibt es einen militanten Nachbarn, nämlich Syrien. Ich bin euer Retter und ich bewahre euch. Und wenn nun immer wieder tatsächlich Anschläge stattfinden, dann wirkt das nicht gerade sehr glaubwürdig für das, was er sagt. Und deswegen betont er jetzt noch einmal, dass er sozusagen die Sache in der Hand hat und dass das eigentlich eher eine marginale Sache war, die da geschehen ist, und dass man sich um die Zukunft eigentlich nicht zu kümmern braucht, eben auch nicht um die Zukunft der kurdischen Frage. Nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar hat die PKK einen Waffenstillstand innerhalb der türkischen Grenze ausgerufen. Der ist ja aber jetzt offensichtlich vorbei. Aber es gab ja auch schon im August einen Drohnenangriff der türkischen Armee im Nordirak. Also wer hat diesen Waffenstillstand dann zuerst eigentlich gebrochen? Der Waffenstillstand ist nie wirklich ernst gemeint gewesen. Die PKK und ihre Unterorganisationen und die türkische Regierung befinden sich im Krieg. Und was da im Irak geschieht, das Bombardement, das findet ja fast täglich statt. Und hier gibt es ja auch ein großes Problem zwischen der türkischen Regierung in Ankara und der irakischen Regierung in Bagdad, die sich eigentlich verbitten, dass die Türken, das türkische Militär, sich fast täglich im Irak, im Nordirak gegen die Türken, gegen die Kurden einmischt. Also dieser Waffenstillstand ist wirklich nicht ernst zu nehmen. Wir befinden uns in einer Situation, in der in der Tat die Kurden in der Defensive sind. Ich habe das eingangs schon gesagt, man spricht eigentlich wenig über die kurdische Sache. Und da mag dann eine militante kurdische Organisation das Heft des Handelns in die Hand genommen haben. Ich kann nicht ganz verstehen, ob die PKK als solche wirklich dahinter steht. Denn insbesondere auch was Europa betrifft, was Deutschland betrifft, will ja die PKK, dass der Status der Terrororganisation aufgehoben wird, dass er abgeschafft wird. Und wenn nun wieder ein Terrorakt in der Türkei im Namen der PKK geschieht, so haben sie da natürlich schlechte Karten. Die Kurden bilden die viertgrößte ethnische Gruppe im Nahen Osten. Wie werden sie von der türkischen Bevölkerung wahrgenommen und dann im Vergleich auch so wie die in den anderen Ländern wahrgenommen werden? Also was die kurdische Bevölkerung betrifft oder das Verhältnis der kurdischen Bevölkerung zur türkischen Mehrheit in der Türkei, so ist das nicht nur gekennzeichnet durch Spannung, durch Kampf, durch einen Krieg zwischen der türkischen Regierung und der kurdischen PKK. Es gibt unzählige Formen des Zusammenlebens. Millionen von Kurden sind durch die letzten Jahrzehnte in die Städte gewandert. Man lebt zusammen, man arbeitet zusammen, man ist zusammen an den Universitäten und. Aber wie gesagt, da bleibt ein Rest, nämlich ein Rest des kurdischen Nationalismus, der sich nicht damit abfinden will, dass man in einer Türkei lebt, in der die Kurden nicht anerkannt sind, in der die Kurden wenig Rechte haben. Und das ist jenes Segment der Kurden, die das Problem darstellen. Ein Problem, das es seit 1924 gibt oder seit 1923, seit der Gründung der türkischen Republik. Die türkische Republik wurde geschaffen durch eine gemeinsame militärische Anstrengung von Türken und Kurden. Und als man erfolgreich war im Jahre 1922, 23, 24, als die türkische Republik entstand, gab es mit einem Mal keine Kurden mehr. Da liegen die Wurzeln. Wie gesagt, ein Teil der Kurden hat sich sozusagen ein Zusammenleben organisiert, aber eben ein kleiner Teil unter den Kurden möchte gerne einen eigenen nationalen kurdischen Staat haben und dafür kämpfen sie. Im Augenblick sind die Kurden in Syrien diesem Ziel nahe. Seit das Baas-Regime in Damaskus schwächelt, haben sie dort in Gestalt eines Staates mit Namen Rojava eine eigene politische Entität aufgebaut. Und im dritten Staat, nämlich in Iran, werden sie unterdrückt. Das haben wir in den letzten 12 Monaten erlebt, als diese junge Kurdin in einem iranischen Gefängnis zu Tode kam, hat man insbesondere die Repression in den kurdischen Teilen Irans verstärkt. Das ist also der Hintergrund und das ist der Stand der Auseinandersetzung. Ja, es gibt hier Spannungen, es gibt Kampf, es gibt Auseinandersetzung, aber
im Augenblick kümmert sich niemand so richtig um die Kurden. Und daher, von daher mag dann tatsächlich auch dieses Attentat von Ankara erklärbar sein. Mhm. Vielen Dank für diese Einordnung. Es geht also um Autonomie und auch um Identität der Kurden als Volk. Warum bekommt die türkische Regierung um Präsident Erdogan das Problem dann so scheinbar gar nicht in den Griff? Weil eben der türkische Staat noch beruht auf einer Ideologie, die sozusagen ausgerichtet ist an dem türkischen Nationalismus. Der türkische Staat gilt als ein Staat der Türken. Fertig. Das ist der Nationalstaat. Und da gibt es eben keinen Platz, gibt es keinen Raum für Kurden, für eine andere Ethnie, für eine Minderheit. Und das ging über Jahrzehnte einigermaßen gut. Da hatte man die Sache im Griff. Aber seit den 80er Jahren, seit der Gründung der PKK, ist es eben jetzt zu einem offenen Konflikt gekommen, zu einem Konflikt, den Herr Erdogan zwar irgendwie als beigelegt betrachten mag, aber das ist er natürlich nicht. Irgendeine Lösung muss es früher oder später geben, sei es in Gestalt eines kurdischen Staates, das ist eher unwahrscheinlich, oder ein Zusammenleben in einer neuen Türkei, einer stärker dezentral organisierten Türkei. Also Sie meinen dann, es wäre gar nicht möglich für die türkische Regierung, stärker auf die Autonomieforderungen der Kurden einzugehen, als sie das heute tut. Also das ist eigentlich eine Sache der Unmöglichkeit, oder ist da überhaupt die Möglichkeit einer Versöhnung oder mindestens ein Wiedergutmachung zwischen den beiden Seiten? Also die Möglichkeit der Versöhnung. Die Möglichkeit der Versöhnung gibt es natürlich. Und die liegt ja auch noch gar nicht so lange zurück. Herr Erdogan war ja, als er 1993 an die Macht kam als Ministerpräsident, er war ja eine Hoffnung auch für die Kurden, weil er zum ersten Mal sagte, die Türkei besteht aus Türken und Kurden. Und dann hat er ja sogar mit dem PKK-Führer, der im Gefängnis sitzt, Herrn Öcalan, ab 2011, 2012 einen Friedensprozess begonnen. Also hier war man einer Lösung sehr, sehr nahe. Der türkische Nationalismus schien zurückzutreten und eine neue Form von türkischer Identität schien heranzuwachsen, eine türkische und kurdische Identität. Und dies hatte Erdogan selbst, und das muss man klipp und klar sagen, im Jahre 2015 zerstört. Da hat er diesen Friedensprozess unterbrochen oder eingestellt, weil er eben das Feindbild Kurden wieder brauchte, um Wahlen zu gewinnen. Und seither ist dieses Feindbild Kurden wieder auf der Agenda, sowohl innerhalb der Türkei selber, als auch im Verhältnis der Türkei zu den Kurden in Syrien, über die wir schon gesprochen haben. Also tatsächlich eine sehr komplexe, vielschichtige Geschichte. Sie sagten es vorhin, die Partei PKK wird von der Türkei, den USA und der EU auch als terroristische Organisation eingestuft. Aber diese Einstufung war zumindest in der Vergangenheit nicht ganz unumstritten. Also wie stufen Sie die PKK ein? Ich glaube, gerade vor dem Hintergrund, was jetzt wieder geschehen ist, ist die PKK noch eine terroristische Organisation oder kommt dem nahe, was wir darunter verstehen? Solange es keinen Friedensprozess gibt, solange es keine Versöhnung gibt, solange wird die Militanz im Raum bleiben. Die Frage ist nur, wie gehen wir damit um? Beschuldigen wir einseitig die Kurden, die PKK sozusagen für den Konflikt verantwortlich zu sein und militant zu sein? Oder müssen wir auf der anderen Seite nicht auch der türkischen Regierung einen Vorwurf machen, dass sie den Kurden nicht wirklich Raum gibt, dass sie sie nicht demokratisch integriert, dass der Führer der kurdischen Partei, der HDP, im Gefängnis sitzt, ohne Urteil, ohne Prozess? Also ich glaube, hier liegt die Fragestellung, dass wir beide Seiten in Betracht ziehen müssen. Die türkische Seite, die Seite des Regimes, das nicht bereit ist, einen Kompromiss zu machen, und die Seite der Kurden, die eben kämpfen für ihre Rechte nach Lage der Dinge, auch mit militanten Mitteln.
Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass die Kurden im Norden Irak und im Norden Syriens alte Verbündete der USA sind. Und auch zum Beispiel Deutschland unterstützt ja seit 2016 die Kurden im Kampf gegen den Islamischen Staat. Also natürlich eine sehr, wie ich vorhin sagte, sehr verwickelte, vielschichtige Geschichte. Wie passen diese verschiedenen Interessen da zusammen? Die Kurden sind eben zwar Kurden, aber sie sind in vielfältiger Weise untereinander gespalten. Sie sind sprachlich gespalten und sie sind vor allen Dingen sozial gespalten. Die Kurden, von denen Sie gerade gesprochen haben, die Kurden im Irak, die sind eher feudalistisch organisiert, eben nicht marxistisch und links, sondern feudalistisch um alte kurdische Führer herum. Und diese Kurden im Irak haben ein Problem natürlich mit Kurden in der Türkei und mit Kurden in Syrien, die sich als Linke verstehen. Ich selbst habe im August 1994 den Chef der PKK, Herrn Öcalan, besucht, in Syrien damals. Und da sagte mir Herr Öcalan, warum er links sei. Er sagt, wir haben als Kurden so viele soziale Probleme und andere Probleme, das Problem auch von Mann und Frau, das können wir nur über den Marxismus lösen. Also wir haben hier ganz unterschiedliche Strömungen, die sich sogar einander bekämpfen. Und jetzt haben wir das System in Syrien. Die Zentralgewalt in Syrien, in Damaskus, ist zerfallen. Und in diesem Milieu haben sich dann die Kurden in Syrien organisiert und haben eine Brücke geschlagen zu den Kurden in der Türkei auf der Grundlage einer linken Ideologie. Und Sie sprechen ja zu Recht davon, wir unterstützen aber die Kurden in Syrien. Ja, richtig, wir unterstützen die Kurden in Syrien, weil sie dort eben gegen das Assad-Regime aufgetreten sind und ihnen einigermaßen demokratische Ordnung bereits organisiert haben. Aber das schafft uns natürlich auch Probleme wieder mit der Türkei. Die Tatsache, dass die Amerikaner und die Europäer, die Deutschen, die Kurden in Syrien unterstützen, ist immer wieder ein Gegenstand eines Vorwurfs, der aus Ankara kommt, gerichtet an die Amerikaner und die Europäer. Richtig. Zum Beispiel Präsident Erdogan war auch strikt gegen den Beitritt Schwedens zur NATO, weil das Land, sagt er, nicht stark genug gegen PKK-Strukturen vorgeht. Hat er damit recht? Oder wie wäre diese große Uneinigkeit zwischen diesen großen Machtinteressen zu lösen? Also ich glaube, das ist wieder noch ein anderes Ding. Herr Erdogan hat ein Problem mit den Amerikanern. Herr Erdogan hat ein Problem auch mit der NATO. Und deswegen blockiert er den NATO-Eintritt Schwedens mit Argumenten, die sozusagen aus dem Bereich seiner Innenpolitik kommen. Er wirft den Schweden vor, dass sie nicht hart genug gegen die Kurden, gegen den kurdischen Terror vorgehen. Aber eigentlich meint er die Amerikaner und sagt, macht doch mal Druck auf die Schweden, macht mal Druck auf die Kurden insgesamt, macht mal Druck auf die Kurden auch in Syrien. Und wenn ihr das so macht, wie wir das in Ankara wollen, dann werden eines Tages auch die Schweden Mitglied in der NATO werden können. In der Vergangenheit hatten die Kurden durch die HDP, Sie haben das kurz angesprochen, auch eine Stimme im Parlament in Ankara. Wird die Partei jetzt auch komplett verboten? Ja, sie ist schon verboten und sie hat sich sozusagen, ist in einer anderen Partei aufgegangen. Das ist eine Entwicklung jüngerer Natur. Sie ist gewissermaßen einem Verbot zuvor gekommen. Aber das zeigt einmal mehr, dass sie die kurdische Frage nicht einfach per politischem Druck eliminieren können, dass sie die kurdische Frage auch mit Gewalt nicht eliminieren können. Die steht im Raum und lässt sich nur politisch lösen. Und da sehen wir im Augenblick eben keinerlei Bereitschaft in Ankara, diese Sache politisch zu lösen. Und wenn wir zurückkommen auf den Anschlag jetzt, auf den Terroranschlag in Ankara, dann mag das eben ein Signal sein, dass man sich wieder zusammensetzt und in der einen oder anderen Weise auch politisch miteinander redet. Zumindest große Teile der Kurden träumen nach wie vor von einem eigenen Staat oder zumindest größere Autonomie. Können Sie sich vorstellen, dass dies dann tatsächlich eines Tages möglich sein wird? Vielleicht sogar unter Anerkennung durch die internationale Gemeinschaft? Also der eigene Staat ist keine gute
Idee. Wenn die Kurden einen eigenen Staat haben wollen, dann muss der iranische Staat, der syrische Staat, der irakische Staat und der türkische Staat, so wie sie bestehen, zerschlagen werden. Und das ist keine praktikable Lösung. Das ist ein Blutbad ohne Ende. Was aber realistisch sein könnte, ist eben, dass die Staaten sich neu organisieren. Nicht mehr zentralistisch, nationalistisch, sondern in Form von Föderationen und Konföderationen dezentral. Und dass in einer solchen Neuordnung, die die genannten Staaten betreffen würde, dass dann die Kurden sozusagen formell, informell, kulturell, ökonomisch, politisch miteinander zusammenarbeiten könnten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das eine Lösung sein wird. So wie die Dinge stehen im Nahen Osten, nach all den Konflikten, die wir erlebt haben in den letzten Jahren, ist der Zentralstaat ohnehin sozusagen überflüssig geworden und kontraproduktiv geworden. Syrien wird sich nicht mehr als zentralistischer Nationalstaat organisieren. Der Irak tut es auch nicht. Iran und die Türkei wollen noch, aber die Gegenkräfte sind sehr stark. Und ich glaube, dass darin dann wirklich eine Lösung liegt für alle Völker, auch für die Kurden, von denen Sie zu Recht gesagt haben, dass es die viertstärkste Ethnie im Nahen und Mittleren Osten ist. Mhm. Sagt Udo Steinbach. Vielen, vielen Dank für diese Analyse und für das Gespräch. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Bitteschön.